Da sind wir wieder. Immer noch nicht getränkt in Dukaten. Wir sind bei minus 800. Wir zahlen noch 1100 Zinsen. Pro Jahr, pro Tag. Wir müssen also gucken, dass wir jetzt mal hier zurechtkommen. Ich bin da einfach gierig. Die Preise, die gehen besser. Ich weiß, dass das geht. Da muss man nur geduldig sein. Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen Supi. Sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Wirt. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden... Ich sollte den zweiten Wagen aber auch mal hinschicken. Die Schenke und also eigentlich Haus weniger jetzt wegen dem... Die Vereinigung gegen die Sperrstunde. Ja, wegen dem Dünnbier, eigentlich mehr wegen den Körnermahlzeiten, beziehungsweise überhaupt mehr wegen Rohstoffen. Es geht mir da... Ne, wenn ich eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Gut. Kann es nicht bis morgen warten? Nee, kann es nicht, du faules Stück. Gott, sind die schon wieder gut gelaunt. Achso, ich muss ja... Ich achte auf den Preis. So. 513, da geht noch mehr. Also unter 550... Man spielt euch übel. Aber ich brauche Geld, ich brauche Rohstoffe. Ich brauche Geld. Es ist ja auch nicht so dramatisch. Es ist ja ein fairer Preis. Sehr gut, Gerste. Genau das, was mir fehlt. Zwar nicht hauptsächlich, aber... So... Dann, wir zahlen einen Kredit zurück. Ich müsste drüben noch einen kleinen Kredit haben. Willkommen. Bei welcher Transaktion soll ich euch behilflich sein? Dann machen wir hier noch einen großen. Ist mir lieber. So. Und ist schon wieder 18 Uhr. Tag fast vorbei. Wir gehen jetzt nach Hause, die Beatrice und die Silvia. So. Also für Körnermahlzeiten reicht es auf jeden Fall erstmal noch eine ganze Weile auch. Und im Hintergrund sterben die Leute. Vielleicht sollte ich mal meine Brauerlaubnis erneuern. Ja, war witzig, sag ich doch. Ja, wir haben eigentlich jetzt gerade nichts mehr zu tun. Wir können auch keine Weiterbildung machen, keine Fähigkeiten weiter ausbilden. Wollen wir mal gucken, was uns der Tag morgen so bringt. Wie sieht mein Haus aus? Mauerwerk. Na gut. Ist ja noch passabel. Wir müssen jetzt auch deutlich weniger Zinsen zahlen, weil wir doch zwei gute Kredite zurückgezahlt haben. Einmal über 1000 noch was, einmal über 2300 noch was. Das sollte sich auf jeden Fall auf die Zinsen ausschlagen. Ja, das war schon. Und dann sieht es hier nämlich auch wieder ganz anders aus. Dynastie ist heute leider verstorben. Das dürfte dann meine Mutter sein. Ja. Dann gucken wir mal. Dann kriegen die Mitarbeiter auch direkt wieder die Weidenrute zu spüren. Aber die kriegen dann auch direkt mal eine Prämie. Ich meine, wenn ich die schon verprügel.
Und sie sind ja auch maßgeblich für den Erfolg von Kellerstube und Kellerstubes Bier erforderlich. Wenn sie denn mal irgendwann kommen. So. Ja, ich glaube, ich produziere jetzt immer noch weiter Körnermalzer. Ich glaube, ich produziere davon jetzt auch mal viele. Ja. Ich könnte natürlich auch erstmal wieder Rohstoffe kaufen. In Ordnung. Ich überlege gerade, ich könnte eigentlich mal nochmal expandieren. Dass ich einen Kredit aufnehme für Weingeist. 3 Jahre Laufzeit. Ihr seid hier um einen Kredit. Ja, das können wir mal machen. Dass wir ein bisschen Weingeist kaufen. Aber als erstes mal die ganz wichtigen Rohstoffe. Und dann Stein und Bier, Weingeist. Wollen wir mal gucken, wie viel wir mitnehmen können. 12. Das ist doch schick. In Ordnung. Machen wir mal so eine 1,5 Eskorte. Haben wir 12 Körnermahlzeiten, dann könnt ihr gleich wieder Bier produzieren. Das ist wunderbar. Wunderbärchen. Ein Wagen ist da. Machen wir den zumindest schon mal fertig. Können wir den nochmal reparieren? Oder wir warten noch. Und der zweite Wagen ist auch da. Dann wird der auch direkt mit repariert. Und ihr beide macht mir dann bitte Dünnbiere. So. Die Reparatur eines eurer... Danke. Die Reparatur eines... Ja, schon ein Dünnbier. Das passt doch. Das läuft. Dann wollen wir mal gucken. Erst in 2 Jahren wieder. Dann machen wir nochmal Handwerkskunst. Jetzt haben wir ja die Aktionspunkte. Und dann gucken wir wieder zu, wie Beatrice und Silvia hier arbeiten. Zugucken ist sowieso immer viel schöner als selber machen. Ne? Wer will schon selber arbeiten? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr... Das ist doch wohl nicht wahr. Der Kaiser. Der Kaiser. Das war bestimmt der Kaiser von Hamburg-Mannheimer. Ich könnte reiern wie ein Vogel. Da klaut der mir einfach mal 23% meiner Waren. Was? Nein, ich will mich nicht duellieren. Ich bin im Kampf sowieso ganz, ganz schlecht. Weil ich bin Berufstrinker. Ich habe eine Schenke und ich muss mein Kellerbier ja auch ständig selber probieren. Ja, verkaufen? Nee, jetzt nicht zu den Preisen. Also das Dünnbier könnte man sich noch drüber streiten, aber 80 für eine Körnermahlzeit? Nee, da lasse ich die lieber im Wirtshaus, dann kann die da drinnen bleiben, da wird sie ja auch verkauft. Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im So. Tag ist um. Und wir sind im Minus. Wieso bin ich im Minus? Achso, ich habe ja den großen Kredit aufgenommen. Nachdem ich gerade erst den großen Kredit zurückgezahlt habe. Ja, wir produzieren einfach mal fleißig weiter und gucken mal, wie sich der Preis dann jetzt heute noch entwickelt. Meine Miezi, das wird Konsequenzen haben! Hat Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Dann versteck deine Muschi halt. Deine Katze meine ich natürlich. Deine Miezi.
Mizi-Muschi. So. Mecker nicht. Immer meckern die. Ja, aber 1409 hätte ich auch nicht gerne gearbeitet. Vor allem nicht zu solchen Arbeitsbedingungen. Überall hat es gestunken. Im Sommer... Ja doch, im Sommer war es bestimmt cool in so einem Kellergewölbe. Aber im Winter war es da echt kalt. Obwohl mit der Brauanlage... einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Auf der anderen Seite hast du dann so einen Arschlochbetrieb, weißt du, so eine Kellerstube. Da wirst du voll gepeinigt, Behandlung streng, Lohnniveau beschissen. Und speichern könnten wir auch mal wieder. Man spielt euch übel mit. Ja, ich bin eine Gefahr für das Leben. Ich weiß. Man spielt euch übel mit. Jetzt verreckt gerade der Rechner. Das passiert gerne schon mal. Das liegt aber so ein bisschen mit an Fraps. Ich muss mal gerade ins Menü gehen, sonst ist nämlich gleich... Was kann ich tun? Gerade gar nichts. Ich versuche einfach nur mal alles anzuwählen. Und das Menü zu gehen. What the hell? So. Hast du dich jetzt wieder eingekriegt? Supi. Ja, ich würde ja gerne beim Baden mal wieder Gedichte hören, aber ich bin so wie letztes Mal wieder pleite. Ja, Körnermahlzeiten verkaufen sich gerade nicht. Wer weiß. Vielleicht wäre die von der Wohlfahrt ja sonst verschenkt. Aber Dünnbiere. Ich hoffe ja noch auf die Dünnbiere. Da gibt es jetzt auch nicht mehr so viele, die man produzieren kann. Und bis dahin kann sich ja der Preis auch stabilisieren. Ja, 502 sind auf jeden Fall schon mal besser als 499. Da sinken die Preise von Schleifsteinen und Ziegeln. Das ist immer dann, wenn ein Gildenmeister eine der Aktionen im Gildenhaus benutzt. In einem eurer Schankbetriebe fehlen Zutaten. Ja, ja. Ja. Siehste, wissen selbst die Mitarbeiter. Dann haben wir noch zwei Dünnbiere zum guter Preis. Und Körnermahlzeiten. Dort nehmen wir mal alle mit. Wir haben ja noch einen halben Tag vor uns. Da können wir mal alle mitnehmen. Ich muss sie ja nicht alle verkaufen, aber wir können sie zumindest mal mitnehmen. So, Stein und Bier. Ich kann nochmal die Spielgeschwindigkeit so im Normalmodus wieder hochstellen. So. 55. Ist okay. Die Körnermahlzeiten jetzt nicht. Ist jetzt die Frage, nehme ich die wieder mit oder... Nehme ich die alle wieder mit? Verkaufe ich noch welche? Ja komm, ich hau die jetzt raus. Ist ein bisschen doof, gebe ich zu, aber... Muss halt sein. So. Dann kann ich nämlich den Kredit von eben direkt wieder zurückbezahlen. An meine Frau. Kredit tilgen. Willkommen. Bei welcher... Dann habe ich ja bei der anderen noch einen Kredit, da will ich gerade mal schauen, welchen. 2,5 auch. Ja, dann hören wir uns erstmal ein Gedicht an. So. Ja, ja. Zur Mahnung für alle, die es nachts sich vor Strauchdieben fürchten. Solange die Sonne ihm scheint, solange... Nochmal. Solange die Sonne ihm scheint, solange spreit sich der Kaufmann. Doch wenn der Abend sich naht, strebt er ängstlich nach Haus. Die Ritter der Göttin Fortuna, Freude des Dolchs und der Nacht, herrschen dann über die Stadt Räuber und sind dann die Herren. Das ist ein blödes Gedicht. Was ist das für ein Versmaß? Aber meine Gunst bei den Räubern steigt ein wenig. Das ist auch was wert. Jetzt haben wir ein bisschen investiert.
Wir haben auch wieder Rohstoffe da. Kapazität erhöhen. Ich bin immer noch kein Bürger. Es ist gerade ein bisschen lästig. Wir haben 1409 und ich bin noch kein Bürger. Ich habe aber auch lange, lange nicht mehr gespielt. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass ich einfach nur ganz, ganz doll schlecht bin. Ich weiß es ja nicht. Also früher war ich immer zufrieden. Wobei ich zugeben muss, der Anfang hat sich schon gezogen, das stimmt schon. Aber dann später, spätestens, das, also wenn ich gut war, war es in der Regel so, dass wenn meine erste Frau gestorben ist, ja, meine erste Frau, ich habe gesagt, meine erste Frau. Wenn meine erste Frau gestorben ist, hatte ich eigentlich schon zumindest so viel Geld, wie sie mir auch dann vererbt. In der Regel sind das dann so, weiß ich nicht, aber es, ein bisschen mehr Glück habe ich manchmal, ein bisschen weniger Glück habe ich manchmal. Ich weiß nicht, vielleicht bekomme ich ja jetzt so um die 30.000 und das Haus. Also hier die, das Geldhaus, wo ich mir auch immer Geld leihe. Wer weiß. Wie alt bin ich jetzt? 25, dann ist meine Frau 26. Die Astrid. Ja, und was können wir jetzt machen? Wir haben jetzt eigentlich genügend Körner... Mahlzeiten. Erstmal, wir können eigentlich mal mit beiden Weingeist produzieren. Wir hauen jetzt einfach mal Rohstoffe raus, wie die Bekloppten. Wir brauchen Weingeist, weil es hilft ja nichts. Wir müssen einfach dauerhaft mehr Dünnbiere produzieren. Und die haben schon wieder Feierabend. Das ist nicht wahr. Na gut. Ist jetzt, muss ich gestehen, im Anfang gerade ein bisschen langweilig. Ich habe es jetzt auch ein bisschen rausgezogen, weil ich, wie ich gerade gesehen habe, okay, ich hätte einfach vorher schon mal Weingeist in größeren Mengen produzieren sollen. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Ne? Ist ja nicht so, dass man irgendwann stirbt. Also man stirbt oder man stürzt sich aus dem Fenster. Das geht ja alles. Was? Oha. Jetzt bin ich mal gespannt. Wegen Überschuldung wird euch ein Teil eures Besitzes gepfändet. Ja. Ach so. Ach so, ja. Ich verstehe. Okay. Ja. Ich hatte vorhin irgendwas erzählt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was ich wohl... dann unterbrochen, weil ich so Schuld, weil ich so viele Schulden habe. Mist, ich wollte das eigentlich mit links anklicken. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es zu spät. Eine Hochzeit findet statt. Es ist nicht meine, dann ist es mir egal. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel von Edelfrau. Ja. Der Kaiser hat heuer sein Leben ausgehaucht. Oh. Das ganze Reich trauert um seinen Herrn. Nicht alle. So, Weingeist. 13 Stück. Verwursten wir die erstmal zu Bier. Und dieses Jahr wird ja auch der... Oha. Dieses Jahr werden ja auch die Kredite fällig. Welche? Der Kaiser ist nur noch einer. Lang lebe der Kaiser. Okay. Dann müssen wir nochmal gucken. 7 Jahre Laufzeit. Ihr seid hier, um einen Kredit 7 Jahre Laufzeit. Dann können wir erstmal den tilgen. Ich besitze nicht genug Geld. Achso. Hä? Okay. Ja, dann eben nicht. Ich glaube, gerade ist hier mein Google angesprungen. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund gehört hat. Aber Google ist gerade, glaube ich, angesprungen. Chrome, um genauer zu sein. Ja, ich habe die Funktion aktiviert, die ich jetzt nicht nochmal benenne. Weil sonst Chrome drauf reagiert. So. Ja, da tut sich nicht viel. Ich bin immer noch arm. Das ist unfassbar. Was wollte ich denn jetzt mit dem Geld? Ich kann mal gucken... Nein, ich habe kein Glück. Es gibt keinen
neuen Weide. Züchtigungsstrauch. Aber genau das geht. Und das geht. Ja gut. Ihr könnt jetzt so einige Zeit in Brauereien norddeutscher Hansestädte verbringen, um mit diesem Wissen... Ich habe mich schon gewundert, ich dachte, ich hätte das übersehen. ...als Wirt zu erlangen. Tja, zwei Dünnbiere, hurra! Aber sie sind gerade echt was wert. Herzlichen ja. Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Gastwirt. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe... Wenn das hier so weitergeht, dann wird aus der Staffel eine Miniserie. Ja, ich wäre schon froh, wenn ich auf die nächste Stufe käme. Da kommt der mir mit Gasthaus um die Ecke. Ein von euch benutzter Gegenstand hat seine Wirkung verloren. Der Gehstock. Das sage ich doch. Ich habe auch nur einen gekauft, ne? Ja, aus Geldgründen. Ja, dann hoffe ich jetzt mal, dass mein Wagen relativ schnell da ist. Und dass der Preis sich vor allem nicht nach unten verändert. Nach oben immer gerne. Hurra und euch alles Gute. Ihr habt eure Begabung. Glück gehabt. Kunst durch die Lektüre des Buchs Mitarbeitermotivation erhöht. Ich könnte natürlich auch nochmal... ich glaube, das mache ich auch. Ich nehme nochmal Wein. Aber der ist so teuer im Moment. Das ist echt nicht schön. Ja, ich nehme aber nochmal 7 mit. Ich muss nochmal gucken hier. Den tilge ich auf jeden Fall mal. Das sind ja alles weniger Zinsen, die ich dann zahlen muss. Ja, aber ich nehme jetzt nicht noch einen neuen, also... Das wäre auch blöd. Wofür auch. Aber dann habe ich jetzt nur noch 2, ne? Ja. Sind eigentlich immer noch zu viele, aber... Wat mut, dat mut. So. Aber ich brauche trotzdem nochmal Rohstoffe. Man kann nie genügend Rohstoffe haben. Nicht in einem Produktionsbetrieb. Und Dienstleistung gibt es hier nicht. Außer den Totengräber. Und den Medikus. Aber den kann man nicht spielen. Na, da soll jemand verprügelt werden. Verprügelt die Schlampe! Sibylle! Sibylle! Ist das ein Gegner? Ja, das ist ein Gegner. Der Jellblaue. Die da. Die Nachtwächterin. Gildenmeisterin der Steinmetze mit 70.000 Vermögen. Ey, ich werd noch nicht mal Bürger. Die kommen hier mit sowas. Aber das ist halt sehr schwer, ne? Es dauert ein bisschen, bis man die dann einholt. Ja, deine Mama. Und da lassen wir jetzt mal die Eskorte weg in der Hoffnung, dass wir nicht überfallen werden. Bisher wurde ich ja noch gar nicht überfallen, da bin ich auch sehr froh drum. Wir wurden nicht überfallen, sehr schön. So, und jetzt geht der Tag zu Ende. Und ich bin schon wieder im Minus. Mann! Menno. Muss meine Schulden loswerden. Wegen Überschuldung wird euch ein Teil eures Besitzes gepfändet. Oh. Habe ich übersehen. Welcher... Okay. Und da war es schon wieder. Nein, doch nicht.
Als ich über die Gemeinheiten der Welt nachdenke, erschallt plötzlich eine donnernde Stimme in meinem Gehör. Ihr habt es zu nichts gebracht und ihr werdet es auch nie zu etwas bringen. Daraufhin eilt ihr sogleich zur Kirche, um Buße zu tun und verliert dadurch 4 Aktionspunkte. Ich hasse dich! So. Oh toll. Ein Anschlag auf das Gebäude. Ich verhindere einen Anschlag. Da bist du dir sicher? Ich wäre da bestimmt hingerannt und hätte mitgemacht. Ich verhindere doch keine Anschläge. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Edelfrau. Ja. Wir wollen jetzt mal gucken, dass wir dieses Jahr schuldenfrei werden und noch plus bleiben. Das müsste eigentlich funktionieren, wenn jetzt nicht der Preis von Bünbi auf einmal... Okay, er ist gefallen, aber das geht noch. Er darf jetzt nur nicht absacken. Das wäre nicht so gut. Wir haben auch keine Körnermalzeiten mehr, ne? Na, super tolle Nummer. Meine Angestellten haben mal wieder die Tore offen gelassen. Ist bestimmt eine super Idee gewesen. Nee. Du weißt ja, das ist, wenn die beiden Mädels hier, ne? Die sind die ganze Zeit am Schnattern. Ja? Und nicht nur das. Dann saufen die auch noch die Hälfte von dem, was sie produzieren. Deswegen sind die so langsam. Und dann sind die betrunken und schnattern und vergessen, dann die Tür zuzumachen. Ja. Was willst du machen, ne? Was höre ich da? Selber da bleiben? Nee. Ich bin der Meister. Hier, der Herr Frank Level Up. Man spielt euch übel mit. Ich wäre gern Bürger, aber das scheint noch ein bisschen zu dauern. Und der Preis von Dünnbieren verreckt. Oh, das ist mies. Dann kann ich zumindest eine mal, nämlich die Silvia. Ach Quatsch, Dünnbier. Was kann ich tun? Du machst Körnermahlzeiten. Ich will zumindest, auch wenn ich arm bin, dass wenn die Leute in meine Schenke kommen, was zu futtern und was zu trinken wiederfinden. Genau. Also man hat ja bei der Gilde auch häufig Strecken, wo man einfach nichts zu tun hat, wie jetzt hier. Wo man gerade dann am Anfang, wenn man noch nichts isst und noch nichts hat, einfach warten muss. Das wird nachher noch anders. Das wird, also, da gibt es noch vieles, vieles, was man machen kann. Aber im Moment ist halt echt so ein bisschen warten. Das tut mir auch leid für euch, aber ich kann es ja nicht ändern. Ich könnte, also man kann ja cheaten, aber das ist ja auch doof. Habe ich auch nie gemacht, also zumindest nicht bei der Gilde. Normalerweise, ich cheate schon mal gerne, das gebe ich hinter vorgehaltener Hand zu. Aber bei der Gilde war das eigentlich nie nötig. Und da hatte ich auch nie Spaß dran. Zinsausgaben, knapp 400, das geht. Die Barschaft, da kann man auch mit leben. Aber ich bin meine Schulden noch nicht los. 21 Gäste, es werden also mehr. Das sieht man gerne. Wir haben noch einen Kredit über 1400. Und den werden wir bestimmt auch jetzt dieses Jahr los. Im Jahre 1412. Im Frühling. Aber wie es da weitergeht, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge.